Darf ich vorstellen, das ist die Swag Roll. Oder der Swag Roll. Oder wurscht. Auf jeden Fall ist das ein Ding, so ein Poncho, den man als Poncho verwenden kann, als Decke und auch als Notschlafsack. Und das habe ich gemacht. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldurlaub Hotel. Es ist mir Freude, dass du dabei bist. Swagroll, Snackback. Dass dieses Video wie immer billige Eigenwerbung ist, da muss ich vorwarnen. Das ist ganz klar, das gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Ich habe das Ding jetzt getestet, monatelang. Ja? Und kann dir sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch. Die Idee ist bestechend. Ne? Du hast ein Teil. Und aus dem kannst du eine Decke machen, okay. Du kannst einen Poncho machen, yeah, das finde ich total super. Und du kannst einen Notschlafsack machen. Oder einen Schlafsack-Inlay. Oder ein Notbivak-Dingsbums, irgendwas. Das Material, wenn du dir das anschaust, ist nicht wasserdicht. Es hat aber doch eine eingebaute Isolation. Das ist natürlich alles Kunststoff, das ist alles ganz klar. Und schauen wir es uns einfach einmal ganz grob an. So, der Poncho. Der Poncho, den finde ich cool. Das ist jetzt nichts für den Regen, ist klar, das ist kein Regenponcho, sondern das ist ein Poncho, der dazu gemacht ist, um ja, ganz einfach nette Wärme zu spenden. Weil ich meine, du bist komplett eingebaut. So, jetzt verstehe ich, warum es nicht funktioniert hat. Hier vorne ist eine Tasche. In dieser Tasche ist übrigens auch in diesem Frontbereich die Bedienungsanleitung. Wenn man das vergisst, so wie ich, hab mir jetzt richtig gewundert, hast du wahrscheinlich eh gedacht, warum fummelt er da so herum? Es gibt solche Clipsies hier, die sind dazu da, um den Poncho Form zu geben. Das heißt, ich gehe jetzt unter den Poncho, klack, und klicke zusammen und dann hat das, ich bin sowieso kein Model, das ist klar, es hat dann einfach eine schönere Form, ich zeige es dir dann nachher. Und was vorne ist, muss auch hinten sein. Das ist genau dasselbe, das sind auch noch einmal zwei solche Klaxis und die streift man hinten zu und dann hat man einen richtig schönen Poncho, ja. Das funktioniert auch recht gut. Ich habe den zum Beispiel am Abend beim Lagerfeuer, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil natürlich Funkenflug für diese Kunststoffteile nicht so cool ist. Ja, ich ziehe meine Survival-Schuhe aus. Ja, bitte schreib mir einen Kommentar. Der YouTube-Algorithmus freut sich, wenn du mir erklärst, dass das eine schlechte Idee ist, barfuß zu gehen, aber ist okay. Aber wie auch immer, am Lagerfeuer ist das sehr, sehr praktisch. Ja? Du hast noch einmal eine schöne Wärmequelle, das ist wirklich super. Also gefällt mir irrsinnig gut. Ich habe auch gehört, dass manche es so machen, also vorne zusammenklacken. Ich glaube, dass es in Wahrheit wurscht ist. Ja? Das kann man jetzt machen, wie man will. Mach vorne oder mach hinten. Klingt eigenartig, ja. Aber so mache ich das. Und dann habe ich diese Wurscht nicht da vorne hängen. Aber ist auch egal. So, das ist einmal der Poncho. Und es ist jetzt momentan auf Waldurlaub.at doch relativ warm und das merke ich schon, dass ich ja langsam mal Schwitzi-Schwitz kriege. Also das ist jetzt nicht so toll, finde ich jetzt nicht so angenehm. Hier wie gesagt ein Frontfach, da ist dann auch so eine kleine Schlaufe dabei, dass man mit einem Karabiner was einhängen kann. Eine durchaus brauchbare Tasche. So, ich muss das jetzt ausziehen. Boah, ich fange richtig ins Schwitzen an. Das ist unangenehm. Da kriege ich den Hitzekoller. So. Gut, das ist einmal das eine. Das kann man auch noch hier in der Länge verstellen. Ja. Und ganz eng, man kann es einstellen, wie es ist. So, dann ist das Ganze auch eine Decke. Wie funktioniert das jetzt? So, wir nehmen den. Irgendwie erinnert mich das irgendwie an diese Herr der Ringe, diese Nazgul, glaube ich, heißt die. Nein, okay, ich werde schon wieder ernst, wobei das fällt mir extrem schwer. Wir nehmen das nach innen und ziehen hier, weil der ist natürlich verstellbar zu einer und dann wird dieses Loch halbwegs zugemacht. Ja? Das ist jetzt nicht hundertprozentig zu, aber es ist in Ordnung. So. Und jetzt kann ich es, und das will ich da jetzt nicht zeigen, weil da sagst du, Reini, was, du zeigst mir, wie eine Decke geht. Ja, du kannst es als Decke verwenden, entweder zum Auflegen oder zum Umhängen als Decke. Alles gut. Eben, das ist nicht spannend. Muss ich da wirklich sagen, ist nicht spannend. Was mir viel mehr taugt ist, und man muss halt immer herumgreifen, es ist immer genau an dem Zipfel, wo man gerade ist, das ist ein bisschen Herumfummelei. Erst bin ich blind? Ja, ich bin blind. Nein, warte mal ganz kurz, jetzt gib mir kurz Zeit. Ah, da. War eh die ganze Zeit da, ich habe es noch nicht gesehen. Schau mal her. Hier gibt es einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Und dieser Reißverschluss macht was? Dieses Ding hier zu einem Schlafsack. Und ich habe mit dem Schlafsack
draußen geschlafen, 15 Grad, werde ich gleich von den Erfahrungen berichten. Und dieser Schlafsack schon mal, das Ding ist so lang. Ich bin 1,83, das heißt, ich habe mich komplett einwickeln können in dieses System. Ja. Kann man dann auch hier noch einmal verstellen, kann man hier etwas enger machen, kann man, zumachen, aber das ist alles wurscht, um das geht es im Endeffekt nicht. Die Frage ist, taugt das als Notschlafsack was? 15 Grad, vielleicht waren es auch 13 Grad, aber sowas in dem Bereich. Ich habe verwendet, das war jetzt letztes Wochenende, habe verwendet als Unterlage meine Neo Air. Und habe mich da hingekaut, natürlich in voller Montur, das heißt mit Hose, übrigens genau diese Hose hier, ein etwas dickeres Hemd als das, mit T-Shirt und eine Jacke, die Tasmanian Tiger, was weiß ich, die habe ich eh schon vorgestellt, gebe da oben hier den Link dazu. So. Und bei der ist es so, dass es am Anfang recht gut funktioniert hat und dann bin ich, weiß ich nicht, eine oder zwei Stunden drin gelegen und natürlich sinkt dann die Körpertemperatur, die Radiation, ja, also meine Wärmeabstrahlung hat dadurch auch nachgelassen, was auch immer, Stoffwechsel, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann leicht gespürt, dass es ein bisschen fröstelt. Und ich mag das nicht. Ich hasse Kälte. Wirklich, ich mag das überhaupt nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin eine Amphibie oder ein Reptil. Das heißt, bei Wärme fühle ich mich wohl. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Und zwar, das war übrigens auch meine einzige Ausrüstung, die ich mit hatte. Mit diesem leider nicht mehr verfügbaren Tasmanian Tiger Rucksack, den es leider nicht mehr gibt. Und zwar, das hier, das ist das Tarp, das ist unser Tarp, das wir haben. Ich gebe da auch natürlich den Link unten. Das habe ich nur sicherheitshalber mit so Schnellspannern, diese flexiblen, diese Gummigurte mitgenommen. Ich hätte es nur mitgenommen, wenn es regnet, ne, damit ich schnell was aufstellen kann. Aber eigentlich halte ich das nicht in Verwendung gehabt. Und das habe ich mir noch einmal oben drüber geworfen. Das heißt, ich hatte den Schlafsack und oben drüber diese Folie. Das heißt, man hätte das auch mit einer Rettungsdecke zum Beispiel machen können. Und ich kann da eines sagen, es war zu warm. Das heißt, das war so ein schmaler Grat zwischen und es ist warm. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also als Sommerschlafsack, so, ich glaube sogar, dass es 13 waren, aber sagen wir 15. Ja? 50 Grad ist das überhaupt kein Thema, das geht sehr, sehr gut. Und weil er doch relativ groß ist, ja, also obwohl ich ein dicker Wastel bin, ja, ich bin sicherlich kein schlanker Adonis, es tut mir leid, ja, das Eis und der Schokolade schmeckt einfach zu gut, aber Themenwechsel schneller, könnte ich zur Not hier auch noch ein anderes Material mit reinstopfen. Was bedeutet das? Also wenn ich Kleidung zur Verfügung hätte, könnte ich mir die dann noch mit reinstopfen und noch einmal mehr Isolation schaffen. Oder in einem absoluten Notfall, wenn ich trockenes Laub finde oder halbwegs trockenes Laub, ja, dann könnte ich mir auch das reinfüllen und somit meine Isolation noch einmal erhöhen. Also das geht ganz gut. Und dieser Schlafsack ist meiner Meinung nach auch etwas, wenn du jetzt einen richtigen Schlafsack hast, denn das ist eine Notfall-Lulu-Lösung. Du hast einen Sommerschlafsack zum Beispiel. Wurscht, will jetzt keinen Namen nennen. Und du könntest den als Inlet verwenden. Das heißt, du stopfst den mit rein und pimpst natürlich insgesamt die Isolationswirkung auf. Aber dieses Inlet hat ja noch mehr Funktionen, weil du kannst eine Decke draus machen und eben diesen genialen Poncho. Und daher finde ich diese Swagroll oder den Swagroll, ich weiß nicht, schreibt mal einen Kommentar, was da jetzt richtig ist, ein Ausrüstungsgegenständchen, das für Bushcraft, für Wandern ist jetzt ein bisschen, weil er hat doch einiges an Gewicht, schau das unten an in meinem Shop, ja. Aber für so Camping eine gute Sache ist. Bushcraft, ja, Bushcraft ist im Endeffekt auch Camping, nur auf einer anderen Art und Weise, einer anderen Ebene. Ist er etwas fürs Bug-Out-Bag, weil das ja auch immer wieder so ein Thema ist. Das kommt jetzt darauf an, was du als unter Bug-Out-Bag verstehst. Da habe ich auch einmal ein Video gemacht am Rainer-Ossmann-Kanal, gebe ich da oben das i. Also wenn das so ein naturnaher Bug-Out ist, dann ja, auf jeden Fall. Und ich finde, dass man das auch insgesamt in einem Bug-Out-Bag, wenn man jetzt etwas Realistischeres macht, so auf urban oder suburban, denn das ist es ja dann im Endeffekt, den vielleicht nicht in grün verwendet, sondern in schwarz zum Beispiel, dass eine gute Möglichkeit ist, weil dein größter Feind, und das haben wir bei diesem Survival Training Basic hier auf Waldhulapathie auch besprochen, der Feind, der dich am schnellsten killt, und zwar erbarmungslos, ist die Kälte. Und gegen die kannst du dich nur schützen, indem du entweder eine externe Wärmequelle zu dir holst, Feuer, und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann musst du isolieren. Die Kombination aus beiden ist natürlich super. Aber das hier kann ich hundertprozentig empfehlen und ich bin froh, dass ich a. mich drüber traut habe über das Teil und b.
dass wir es im Sortiment haben. Und jetzt bist du dran. Was hältst du vom Swag-Roll oder das Swag-Roll? Ich weiß es nicht, ja? Und was heißt das überhaupt? Ich meine, Roll wird eine Rolle sein, schätze ich mal. Aber Swag, weiß ich nicht. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir gerne einen Kommentar. Abo dalassen. Link in meinen Shop. Ich habe billigste Eigenwerbung. Und auf Waldo Laborativ vorbeischauen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.